werden meine grenzenlose Macht bezeugen. Servus und herzlich willkommen hier bei Amas 90. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind heute wieder in World of Warcraft unterwegs, wieder in der Vision und wieder mit dem Demon Hunter. Diesmal versuchen wir nach dem letzten Loch, haben wir mit einer Maske Clear gemacht im Livestream und jetzt versuchen wir einfach mal mit zwei Masken. Und zwar haben wir die verbrannte Brücke und die Maske des Leidens. Wir machen hinter uns nach jedes Mal, nachdem wir laufen, eine leere Fläche, die uns Gesundheit entzieht, geistige. Und wir bekommen in allen Gebieten mehrere Wahnsinnsleiden, die uns dann zwischendurch noch ein bisschen auf den Senkel gehen. Klar, jetzt kriegen wir natürlich mehr verderbte Andenken und die Gegner haben gleich 50% mehr Gesundheit und machen 50% mehr Schaden. Wir spielen mit der Iris, den Atem, das Reinigungsprotokoll und den Funken. Mit der Iris als Main. Gear hat sich immer noch nicht großartig verändert. 454er GS ist nicht gerade viel. Und wir spielen mit den Talenten. Ich spiele wieder mit Spur des Ruins anstatt Teufelsbeschuss. Einfach weil ich durchgehend mehr Schaden mache. Die Big Bulls hauen einfach nicht so wirklich hin. So spielt sich's für mich gerade einfacher. Dann wollen wir doch mal losgehen. Auf geht's in die Verdammnis. Wir werden wieder links rumgehen und dann rechts rum hinterher. Bin mal gespannt, wo wir wie rauskommen. Ich habe immer noch nicht den letzten Trade von der Forschung. Der fehlt mir immer noch. So, hoffen wir, ich kriege einen Schnellbuff. Ja, kriegen wir. Werden auch nicht abgemountet. Sehr schön. Schmied ist da. Das ist schon mal cool. So, da sieht man schon die Lernflächen. So, wir hauen als erstes einmal den Strahl rein. Dann direkt unseren Strahl. Jetzt müssen wir hier mal ein bisschen raus. Wir sind leider nicht wirklich so hinterhergekommen, wie wir es wollten. Ja, muss man aufpassen, dass wir aus der Suppe rauslaufen. So, den müssen wir hier als erstes umbringen. Nicht, dass wir hinterher nochmal genau den Schrei... Ah, kamen wir nicht mehr raus. Geist brechen kann er aber knicken. So, noch den Schmied umbringen. Der hat als erstes mal sterben müssen. Weil dann... Na gut, jetzt sind wir wieder langsam. Jetzt haben wir nämlich durch den Schmied hier unseren 10% Buff. Wir gehen jetzt als erstes nach links. Direkt schon versuchen, hier die, so gut es geht, down zu hauen. Und dann holen wir uns mal unseren Kumpel. Ja, genau. Wir merken schon, wir kriegen jetzt noch diese Pfützen drunter, die uns, wegsprengen. Na, wir brennen schon wieder. Wir werden jetzt gleich fliegen. Wir müssen hier ausweichen. Jetzt kommt der Dominator. Den sind wir noch nicht ausgewichen. Okay. Und wieder dieses Ding, wo man halt ausweichen muss. Wir rennen hier in alles Mögliche rein. So, hoffen wir, was Zekkan hier schnell aufmacht. Macht da. Und wir werden hier hin und her geschubst. Ja, mit den zusätzlichen Effekten ist das dann schon wirklich eine krasse Sache, muss ich sagen. So, das wollen wir gar nicht hier. Wir müssen hüpfen. Den unterbrechen. Wir stehen hier echt immer schön in der Suppe drin. Jetzt werden wir weggezogen. Nochmal weggeschubst. Alles am Start. Macht, so macht das Spaß. So machen die Visionen auf jeden Fall sehr stark Spaß. Genau, hin und her geht's mit uns. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir dürfen nicht vergessen, da komm, die Totems anzuklicken. Ja, alles voll mit Lernsuppe hier überall. Schön, ja genau. Schnell aufmounten. Jetzt sind wir wieder die zwei Gruppen. Ah, jetzt gehen wir nochmal nach Fliegen. Wunderhübsch. So, warten bis alle da sind, alle da. Kriegen wir den noch down vor dem Mentalangriff? Kriegen wir.
Hier schnell den noch umboxen. Wunderbar, hat geklappt. Und jetzt gehen wir gleich wieder fliegen. Ja, die zusätzlichen Effekte, die sind schon wirklich krass. Schlimm wird es erst im zweiten Teil dann. Da kriegen wir dann noch zusätzlich... Oh, jetzt haben wir doppelt gepult. Das ist natürlich richtig schlecht. Aber dürfte auch alles machbar sein. Ja, natürlich. Wir haben springen hier genau in die Verderbnis rein. Wo ist die Kugel hingeflogen? Ich sehe sie nicht. Okay, wir standen drin anscheinend. Jetzt gleich gehen wir wieder fliegen. So, da ist die Kugel. Ja, das hier läuft richtig schlecht. Das hätte nicht so sein dürfen. Wir werden hier in alle Ecken hin und her geschubst. Gut, der ist wenigstens schon down. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, haben wir einmal unseren Tod schon benutzt. Wir hätten einfach nicht doppelt jetzt hier pullen dürfen. Das hat auf jeden Fall stark gekostet. Aber durch diese zusätzlichen Effekte, ja, wird man einfach hin und her geschubst. Eine sehr miese Angelegenheit. Wie gesagt, jetzt im zweiten Bereich geht denn diese Lavaboden geht weg. Und wir kriegen die Eisketten, die man aus Sturmwind kennt. So, den hier mal schnell umbrezen. Ja, Fall. Den. Gleich kommt wieder unsere Lieblingsgruppe da unten. Ja, genau. Ich komme aus dem Zerkrachen jetzt natürlich nicht mehr raus. Auch nicht aus der Lernsuppe. Weil man muss wieder stehen bleiben. Gerade als Demon Hunter eine sehr eklige Angelegenheit mit dem Stehenbleiben. Finde ich, weil man will ja seine, hier, ne, die dämonischen Seelen schön aufsammeln, damit man schneller wieder seinen Augenstrahl ready hat. So, die Gruppe da vorne kriegen wir noch hin, obwohl ich glaube, ich bin, ja, wir machen jetzt zuerst die hier, weil ich denke, wir können den Dicken dort noch killen und uns noch die 200 Gesundheit abholen, dann können wir. Ah, komm mal rein. Ah, komm mal rein. Der kriegt hier auch einfach mal direkt einen Strahl von uns drauf. Wir müssen hier schnellstens raus. Den Strahl noch hinterher. Tempo-Buff an. Und dann gehen. Alles an Schaden drauf, was es gibt. Schön wieder ausweichen hier. Wir müssen nicht so viel bewegen. Zack, da haben wir die 200 Gesundheit abgeholt. So haben wir uns einfach ein bisschen mehr Zeit genommen. Können die und eventuell die Gruppe sogar noch machen. So, jetzt nur aufpassen, dass man den unterbricht und den gleich mit. Das war jetzt auf jeden Fall wieder doof gelaufen. Hat uns Zeit gekostet. Da hätten wir ein bisschen schneller an dem einen dran sein müssen. Auf dass wir den auch noch hätten mitstunnen können. 185, wir haben keinen Augenstrahl, kein nichts ready, keine... Ja gut, wir gehen trotzdem mal dran. Das wird schon. Muss man sich immer denken. So, da ist unser Augenstrahl ready. So, schön, jetzt noch den Wurm da platt kriegen. Ist natürlich doof mit den ganzen Flächen, die hier liegen. Ja, der taucht jetzt nochmal unter. Kommen wir da dran, ohne dass wir hier... Ja, kommen wir. So, jetzt müssen wir unsere erste Kugel hier ziehen. Sieht bislang noch alles gut aus. Wir haben jetzt auch wieder den Azeritstrahl ready. Wir haben Augenstrahl ready. Das heißt, wir pullen komplett plus den Koloss dort hinten. Und geben dann einmal Vollstuff auf die drauf. Ja, jetzt ist hier natürlich alles voll. Ah, wir müssen noch rauskommen. Nein, kommen wir nicht. Okay. Da war auch noch das Zerkrachen mit drin. So, und dich, Kumpel. Jetzt machen wir dich hier platt. Schnell raus da. Aufpassen, man macht die Pfützen hinter sich. So. Plus noch dazu, dass diese, ja,
Leere nochmal um einen rumkommt. So, der dürfte jetzt aber mal 200 geben. Genau, wunderbar. Jetzt haben wir noch den Dicken, der dann auch nochmal 200 gibt. Dann können wir das Totem nutzen. Den jagen wir ja direkt mit der Metamorphose kaputt. Nicht viel laufen, ganz wichtig, weil man hier zwischendurch sich dann schnell bewegen muss. So, da kommen dann ein paar Ads. Wieder rauslaufen aus dem Mist. Und wieder ein bisschen bewegen. Nie zu viel bewegen, ganz wichtige Angelegenheit. Hier mal ein bisschen AOE-Schaden wieder rein. Einmal durch den durch, da ist er auch schon down. Jetzt müssen wir noch den Kleinzeug hier umbringen. Und dann ganz schnell ab zum Totem. Und dann können wir die andere Seite klären. Ja, das lief jetzt schon ganz gut. Wenig Andenken bislang. Wir haben keine Kiste aufgemacht oder sonstiges. Das versuchen wir dann hinterher. Denke ich, wenn noch eine Kugel übrig bleiben sollte. Thrall wird natürlich mit zwei Masken, den zusätzlichen Effekten, plus alles, was man hier sagt, wird Thrall halt schon echt übler Zeitgenosse, muss man sagen. So, hier auch wieder alles ziehen. Schön hier oben die noch zusammenziehen. Hier rein. Und dann einmal alles geben. Die fallen eigentlich sofort hier um. Wir müssen nur aufstehen, dass wir hier nicht in unseren Suppen stehen. Ja, jetzt haben wir wieder den Langsamkeitsbuff. Sehr schön. Da sind wir mit dem Rush fast schneller. So, direkt auf die Gliedmaße hier. Die kriegt unseren Augenstrahl drauf. Die zwei Hübschen nehmen wir gleich mit. Die fallen nebenbei um. So, wir haben jetzt wieder die, wie man sieht, die Lavaboden unter den Füßen. Der natürlich dann richtig dumm ist jetzt mit dem seinem Strahl, den der da hat. Mit dem Gegenlaufen. Eine echt dumme Angelegenheit, weil der uns jetzt natürlich da reindrückt. Wir müssen zwischendurch auch immer nochmal springen. Aus dem rauslaufen. Aber ja, alles machbar. So, da haben wir unsere Gesundheit gekriegt. Wir dürfen die hier nicht vergessen. Komm, steh auf. Die braucht aber auch immer so lange, die alte, ne? Also die brauchen wir wirklich alte. Schlimm, schlimm, schlimm. So, wichtig hier wieder. Dominator zuerst. Der macht die ekligen Angriffe. Nicht so viel bewegen, weil genau sonst löst wieder der Flammenboden aus. Hier haben wir dann jetzt schon schön gepult. Kommt noch ein bisschen mehr. Ja, und schmeiß uns nach links, rechts. Hier schmeißen wir dann auch einmal kurz. Ah, jetzt kommt der unter uns. Ja, da wollten wir gerade ran. Da geht er schon wieder weg. Diese Viecher hier sind aber wirklich, ne? Das sind ja meine Lieblinge, ne? So, stehen wir schön in der Flamme. Die Kiste nehmen wir ja einfach schon mal mit. Wir stehen ja gerade im Eck. Hinterher lohnt sich, also mit der Masken lohnt sich die Kisten halt schon sehr. Gerade in den Tier 2 Bereichen hat man dann durchaus bis zu 300 Andenken da drin, was halt schon wirklich eine Menge ausmacht. So, komm, fall um. Immer noch das Springen nicht vergessen. Da haben wir wieder Herr Dominator. Schön unterbrechen. Wir werden weggeschubst. Ja, nochmal schön den Augenstrahl hier reinhalten. Schön springen. Gleich kommen die Flammen wieder. Da sind sie. Aber eigentlich alles soweit kein Problem. Auch der nächste da ist eigentlich relativ easy, wenn sich Garona mal beeilt. Aber die haben es ja einfach nicht mit dem Schnellsein. Na, wir haben direkt schon wieder Flämmchen. Komm. Ran da, ran da, ran da. Hat nicht geklappt, ne? Danke. Hätte ich dir auch sagen können, schon vorher. So viel Schaden, wie es geht. Und dann beim Lernstrom schön dahinter verschwimmen. Da kommt... Ah, okay. Einmal hat er uns noch erwischt. Natürlich dann auch noch genau in so ein leeren Zeug rein. Ah, da hat er direkt wieder den hier an. Wir müssen mal einmal springen.
Hoffentlich direkt der Augenstrahl richtig ready. Nein. Ja, schade. Hätte umfallen können. Bisschen schief gegangen. Nicht schlimm. Haben nochmal 200 Gesundheit von dem gekriegt. Die Kiste hier nehmen wir auch noch gleich mit. Liegt einfach so schön auf dem Weg. Da kommen schon wieder die Flammen. Jetzt sind wir schon bei 551. Ich brauche noch ungefähr 2900, glaube ich, bis zum letzten Trade dann. Mit dem dürfte dann auch richtig rund gehen. So, hier kommt Misha. Gerade mit dem Befall ist es jetzt natürlich die ganz eklige Angelegenheit. Ja, schön noch vom Brüllen weglaufen. Immer aufpassen, ja, nicht zu viel bewegen. Hier gleich direkt zusammenpullen. Und den Strahl reinhalten. Ja gut, die lagen jetzt echt suboptimal. Da nehmen wir dann lieber unseren Backjump. Und laufen einmal quer durch, nehmen uns die Kiste und springen rüber. So, hello my little friends. Ja, jetzt können wir natürlich sehr überhaupt nicht gut rauslaufen hier. Passt schon, passt schon, passt schon. Jetzt direkt den dicken dort. Ah, da hätten wir jetzt gar nicht aufmounten müssen. Ne? Das war so Reflex. Nicht viel laufen wieder. Eisketten sind da. So. Toxische Salve raus. Den Herrn jetzt hier mal langsam aber sicher umbringen. Zack, da ist er auch platt. Nochmal 200 Gesundheit gekriegt. Die immer alle unterbrechen. Ja, zwischendurch schön stehen bleiben. Ja, jetzt sind wir betäubt. Haben noch den Knockback gekriegt von ihm. So, jetzt dürfte aber der Rest hier auch platt sein. Und da fällt er um vor... Ja, guck, kommen wir dann noch raus. Gut, hier ist noch eine Kiste, die nehmen wir mit. So, 176 hier nur drin. Ja, haben wir da unten noch eine Kiste, weil wir müssen jetzt sowieso eine Kugel usen. Da können wir hier auch nochmal gleich gucken, ob wir hier irgendwo noch eine Kiste rumfliegen haben. Ja. Oh, da, das ist natürlich doof, wenn man hier noch in so eine Larve reinjagt. So, die ist tot. Aber sonst sehe ich hier keine Kiste gerade so nah erreichbar. Ist egal, gut. Nehmen wir unseren ja, unsere Wiederherstellungskugel und dann springen wir auch gleich zu Rexa rein und jagen den durch. Wichtig ist hier, wenn ihr Sachen zum Unterbrechen habt, so wie ich hier die Chaos Nova, schön aufbewahren, bis 2-3 Schweine da sind. Weil die müssen unterbrochen werden. Die müssen halt einfach gestunt werden. So, springen wir rein. Fangen wir mal mit der lustigen Show an. Auch hier wieder eine ganz wichtige Angelegenheit. Ganz wenig bewegen. Weil bei dem Herrn kommt ja auch ziemlich viel rein. Den können wir noch so unterbrechen. Jetzt kommt schon der zweite dazu. Unterbrechen, ganz wichtig. Ja, genau, jetzt ist einmal durchgekommen. Das macht halt direkt eine Menge aus. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir den Strahl richtig schön reinkriegen, dass die umfallen. Wunderschön. Ja, gut. Hauen wir das Schwein so um. Und da dürfte der Rexa fallen. Somit haben wir schon mal alle Teile geklärt. Es ist jetzt tatsächlich nur noch Folder. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen Kisten sammeln. Hier haben wir jetzt keine mehr gefunden. Da hinten waren jetzt auch keine. Wir könnten in den ersten Bereich noch mal reingehen. Weil wir haben sowieso übrig und eine Kugel. Jetzt gehen wir hier noch ein bisschen clearen. Wir haben die Zeit gerade eben. Nur nicht zu viel riskieren jetzt. Lieber dann Safe Thrall spielen. Wir werden auch nochmal den Briefkasten öffnen, wenn man doch schon mal hier ist. Mal gucken.
Vielleicht ziehen wir ja Lucky ins Video für den YouTube-Channel des Mount raus, aber nein, wäre ja auch zu schön, wenn das passieren würde. Ja, mit dem Speedbuff hier ist halt einfach extrem. Der Speedbuff ist halt wirklich super geil. So, was haben wir hier? Nichts mehr. Da ist noch eine Kiste, dann killen wir die da vorne auch nochmal. So. Das ist jetzt alles hier, ne, eher easy, sag ich mal. Hier kann ich mir wirklich was. Kiste aufmachen, die Gruppe da killen wir auch noch. Halten wir schön den Strahl dabei. Den unterbrechen wir, dass er hier mal rankommt, weil so viel Platz haben wir hier nicht. Dann ist da vorne noch der Skorpid. Den nehmen wir auch noch mit. Der gibt auch noch mal ein paar Andenken. Und damit das Video nicht allzu lang wird, wir könnten jetzt, wie gesagt, noch hochlaufen in den ersten Bereich. Da noch nach Kisten suchen, ob da welche waren. Aber wir wollen das Video ja nicht sprengen. Also gehen wir jetzt mal in das Wall. Und drücken ihn weg. Wie gesagt, wenn ich noch ein bisschen mehr Life hätte, so mit dem letzten Life-Perk im Hals. Mit ein bisschen mehr Gear vielleicht, weil ich habe echt noch 4,45er Waffen und so was an. Könnte man durchaus auch ohne Probleme schon die dritte Maske einschalten. Mit wo die Gegner 400% mehr Schaden machen. Aber gut, da sehe ich momentan einfach keine Notwendigkeit drin. So, wir haben noch eine Minute Abklingzeit auf unsere Meta. Das heißt, die dürfte während des Kampfes dann ready werden. Wir springen jetzt einfach rein, machen alles an, was wir so anmachen können. Die direkt einmal unterbrechen. Oh. Ja, gut. Da hat er uns betäubt. Wir sind bei Spawn nicht rausgelaufen. Ganz doof, das Schwein ist platt. So, da kommt die Dunkelheit. Wir müssen einmal drin bleiben. So, jetzt müssen wir aus dem geschändeten Boden, den der vor sich dann castet, weg. Jetzt kommt die Hoffnungslosigkeit, wo wir dann ja zur Kugel müssen, die natürlich genau in der Rotze liegt. Da kommt wieder der geschändete Boden. Ja, ein bisschen doof verteilt in einer Ecke hier. Woge in der Dunkelheit, wir müssen raus. Er hat auch noch gleich die Sphäre der Leere an, also alles cool, jetzt können wir innen drin bleiben. Jetzt kommt der geschändete Boden wieder. Wir ziehen jetzt mal den Azarit-Strahl. Unseren. Hauen nach Manimeter rein. So, geschändeter Boden, macht er wieder vor sich. Wir müssen jetzt noch drin bleiben, jetzt wieder rausgehen. So, mal gucken, was hat er jetzt noch im Petto hier. Geschändeter Boden, wieder vor ihm weggehen. Und dann fällt er um. Zack. Einmal Orgrim Maklir mit zwei Masken. Wie gesagt, wir hatten eigentlich sozusagen so eine Kugel übrig. Ja. Kein Problem. Wenn man die richtigen Masken nimmt, nicht so wie ich am Anfang. Ich werde auch nochmal ein Video machen über die einzelnen Masken, was sie denn tun und wie man die am besten vielleicht spielt. Ich habe ja am Anfang das Problem gehabt und bin nicht mit dem, habe ein, zwei Versuche gemacht und bin nicht mit der Maske weitergekommen, weil ich eben die Maske anhatte, die geistige Gesundheit um 50% verringert. Die ist halt für den Anfang auch wirklich noch hart zu spielen. Die anderen vier Masken sind eigentlich relativ einfach. Schauen wir mal, was wir drin haben. Ja, nicht viel. Oh, ein Pet. Das war's. Ja, wunderbar. Was haben wir hier an Rüstung gekriegt gehabt? 4,55. Ist sogar besser. Tatsächlich, okay, mit Sockel müsste ich simmen. Das war's dann an dieser Stelle. Ich danke fürs Einschalten. Kanal abonnieren nicht vergessen. Beim nächsten Run wird dann wahrscheinlich die Vision mit drei Masken laufen. Und dann kommt jetzt bald auch meine Videoreihe für den Krieger. Mit dem Krieger, den bin ich jetzt gerade noch am Equipen. Der ist wirklich noch überhaupt nicht weit. Mit dem werde ich dann auch mal versuchen, hier clear zu rennen. Und dann nehme ich es ganz hardcore auf mich und nehme meinen frisch auf 120 gemachten Hexer, der überhaupt nichts hat. Und versuche halt von Null auf die Vision zu klären. Danke fürs Einschalten. Servus und Ade.